Hallo und willkommen zurück zu Tales of Vesperia. So, es geht weiter. Wir haben nun, wenn ich mich richtig erinnere, okay, wir sind gerade voll in Pharaoh reingeflogen. What the fuck? Wo kommt der auf einmal her? Pharaoh! Der war das letzte Mal aber nicht hier, als ich online war, also gespielt habe. He's hurt. Why is he flying? Any idiot could come along and take him out. He couldn't put up a fight like this. It's probably so humans won't get his apatheia. Pharaoh! Hey, he's landing! It looks like he's calling us. Let's go. Es sieht so aus, als hätten wir dann wohl doch eine Kleinigkeit erreicht. Das letzte Mal, als ich hier war, war er ja nicht zu Hause. Interessant. Pharaoh? Pharaoh, come on! I'm sorry. It was all for us. What do you mean? Pharaoh was a decoy for us at Zaude. The fate of the world is set. We shall meet our end. Duty unfulfilled. How unfortunate. You give up pretty fast for someone who fought for so long. Sorry, but things aren't over yet. Zaude is lost. The Adephagos has returned. Neither humans nor we possess the power of old. What more can be done? There's still hope. There's a new power. We would like you to become a spirit. A being that can control air even more. But to do that, we need your apatheia. You ask me to hand over my life. Your heart alone cannot save the world. But you must have the heart to save it. I am not long for this world. Do with me as you please. So, dann schauen wir doch mal, ob wir aus ihm auch eine Wiedergeburt herauskitzeln können. What if he doesn't help us when he becomes a spirit? Pharaoh loves the world. It'll be fine. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Und ob überhaupt was aus ihm wird. Shall we? But the air crane here is all dried up. If I follow the flow of the air back, I should be able to pull it from within the world. Can you really do that? Undine is telling me that. Okay. Okay, interessant. Das ging schneller als erwartet. It worked. Hey, 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 hey! Hot, hot, hot! Der zweite Spirit. I feel unlimited power. It's been a long time, hasn't it, my leader? I congratulate you on your conversion. Such consideration. Peleus? So you too have. I am now called Undine, the ruler of the waters. I have changed form. So I, too, require a new name. You, who have reincarnated me, give me a name. The fearsome fiery fireball king! Ich finde die Namen von Carol eigentlich viel passender, als was die anderen sich ausdenken. Such a powerful, terrible fire. The blazing one, Ifrit. Ifrit, okay. Kennt man ja auch aus anderen Spielen. Die mit dem Kürzel FF zu tun haben, zum Beispiel. I am now connected strongly to the world. And all seems new again. Even this wasteland is filled with power. Wonderful! Irgendwie gefällt mir diese Art von Pharaoh besser als die vorherige. Hey, er ist nicht so negativ. Fear not. We are bound to you. Wherever you go, we are with you. The Intellikea and the Child of the Full Moon bear spirits. Nature's providence is great indeed. Man, they are
so different before and after becoming students. Jo, würde ich aber auch mal sagen. They have totally different points of view. It's like, imagine if a fish became a bird. This is better for them than being some sage, always worrying about the world. Tja, so schaut's aus. Wunderbar. The light at the end of the tunnel. You know, we're up to our eyeballs in problems. Saving the world sure keeps a guy busy. Well, the problems we're dealing with are a lot bigger than they used to be. What? Why is everybody looking at me? I got something on my face? Problems like you, Yuri. A lot. I hear that. Fate is definitely out to get you. After everything that's happened, I'm starting to wonder myself. But hey, I've done a pretty good job of getting us out of whatever mess we're in, right? You gotta at least give me some credit there. See, for Yuri, the end of the world's just one more problem that needs solving. Maybe that attitude's what's kept us seeing the light at the end of the tunnel. Gotta love the power of positive thinking. Wo sie recht haben. Yuri nimmt das alles irgendwie wirklich nicht so ganz ernst. Wie Raven gerade schon sagte, für Yuri ist das Ende der Welt nur ein weiteres Problem, was einfach gelöst werden muss. So, wir haben schon zwei Spirits und dieser hier kam recht unerwartet, muss ich sagen. Da bin ich einfach so reingestolpert in den guten Pharaoh, das war überhaupt nicht geplant. Na gut, soll mir recht sein. So, die Karte, oh, und wir müssen zum nächsten Ort und ich habe keine Ahnung, wo dieser Ort sich genau befindet. Ich bin jetzt einfach mal überlegen, ob ich nicht mal das Gebiet, was ich da oben noch nicht aufgedeckt habe auf der Karte, mal befliege hier und gucke, ob hier irgendetwas zu finden ist. Wie diese Gegend hier zum Beispiel. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, was haben wir denn hier? Ach ja, vielleicht sollte ich das auch einfach mal speichern, dass ich gerade schon einen weiteren Spirit gefunden habe. Zack. So. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Yo! The Aerialium Crystallines. Sehr schön. Hier sind wir, denke ich mal, richtig. Hier können wir einen weiteren Spirit zum Leben erwecken. This looks like the center of the crystallization. It's beautiful. Like we're in a dream. It's air that crystallized at low density. Is this mana? I have to take a sample. Just how do they come up with such different reactions? They just shatter! This is fun! You're so stupid. Nature didn't make this, you know. Huh? What do you mean? The center of a new land that just crystallized. Somewhere around here is the one who made that happen. And an air crane. Das heißt, wir sind hier nicht alleine. This is... Someone crushed these crystals, and it wasn't us. Looks like someone got here before us. Watch out. Wie ich schon sagte, wir sind hier definitiv nicht allein. This world is changing. What's wrong, Judith? One wrong choice could have led to far greater destruction, but instead the spirits were born. Sometimes we have to make difficult choices for change to occur. The spirits are proof of that. Maybe their current forms show us the future the Intellikea hope to create. Yes, I think you might be right. One day, Baul might also face the decision of becoming a spirit. If the spirits represent evolution for the Intellikea, then... Dann ist es wahrscheinlich eher eine Ehre für ihn, das zu machen. Okay, hä? Die kennen wir doch, diese Soldaten? Die sind doch von der Gilde. Die gehören doch zu... zu welcher Gilde gehören die nochmal? Sind die nicht von... Nee, von Jäger nicht. Zu welcher Gilde gehören die nochmal? Blood Alliance! Die gehören zu Blood Alliance! 100 Pro! Oh, hier ist ein Magier, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Den sollte ich vielleicht mal ausschalten. Richtig, das sind die Magier der Blood Alliance. Die Krieger hier, die Kämpfer von denen. Warum zum Henker ist die Blood Alliance denn hier? Das gibt's doch nicht. Und warum habe ich eigentlich überhaupt keinen Mana?
Oder keine TP. Ich glaube, da hätte ich mal eben, bevor ich in dieses Ding reingehe, nochmal alles auffrischen sollen. Das gibt's doch nicht. Das waren definitiv die Leute der Blood Alliance. So, muss ich jetzt rechts rum oder links rum? Ich gehe erstmal hier hoch. Ah, hier ist eine Truhe. Mehr ist hier auch gar nicht. We should really enjoy these little times together. Oh, die Musik, die finde ich so klasse jetzt, die neue Kampfmusik. Viel, viel besser als die alte. You're using too many arts. I'm sorry. Bam. Voll aufs Gesicht. Komm, stirb, hör auf zu blocken. Und aufs Gesicht. Richtig. Oh, die geben gute Erfahrungspunkte. Limit, ja, komm, Limit. We're lucky Pharaoh decided to help us out. He's a little extreme, but there's no doubt he cares for this world, just like Judy said. I've been hard on him in the past, but he has helped us out all this time. We must defeat the Autophagos and save the world for Pharaoh and his love of the world. Ah, no cheesy lines. Yeah, come on. No. Honestly, you two should learn to show your feelings. Schön, no cheesy lines. Jetzt fang ich an, auch noch so einen Quatsch zu reden. Oh, sehr schön. Hey, du komischer Borkenkäfer da oben, komm bloß nicht auf die Idee, mich anzugreifen. Was bist du für eine komische Schildkröte? Ey, du siehst aber auch ganz schön groß aus. Komm, hauen wir dich. Dafür, dass sie so groß ist, hauen wir sie jetzt kaputt. Oh, sie ist alleine. Viel Gegenwehr kommt bisher noch nicht. Oh, jetzt blockt sie auch noch. Mein Gott. Die hält aber was aus. That was too short. Mein Gott, mein Gott. Und weitere Soldaten. So, oder was heißt Soldaten? Weitere Leute der Allianz von... Nee, der Blood-Allianz halt. Steh auf, du komischer Vogel. Das gefällt mir. So, Nummer 1 down. Hey, wo läuft sie denn hin? Und wo ist eigentlich der komische andere Heini hingelaufen? Hier müsste doch noch ein anderer Macker von denen rumrennen. Ach, der steht, glaube ich, gerade bei Rita rum und klopft auf sie ein. Jo. Perfekt. Komm, steh auf. Und tschüss. Just because we're women doesn't mean we're weak. Even pretty things have thorns. Lots and lots of thorns. Yeah, tell us how you really feel. Okay. Und jetzt, wo die es gerade sagen, mir fällt zum allerersten Mal auf, dass ich außer Yuri nur Frauen im Team habe. Dass die beiden Männer, oder die drei Männer, alle auf der Ersatzbank sitzen. Das fällt mir erst jetzt auf. Das habe ich vorher nie wirklich bemerkt oder drüber nachgedacht. Erst jetzt, wo die gerade den Spruch rausgehauen haben, fällt es mir auf. Ach was, die Dinger kann man zerstören? Geht das bei allen? Ach, guck an. Guck an. Dann laufe ich doch glatt nochmal zurück und schaue, ob ich unterwegs nicht irgendwas vergessen habe. Vielleicht liegt hier ja eine nette Waffe rum. Nee, scheint nicht so. Och, hier liegt noch wo, glaube ich, irgendwas.
Seraphia, was ist das denn? New. A sculpture of an unnamed goddess, equipped to earn... Achso, mehr Geld. Für Geld, okay. Ja, das muss jetzt ja nicht sein. Geld kann ich, habe ich sowieso genug, damit kann ich mich totwerfen. Ja. Also wenn es mir an etwas zurzeit überhaupt nicht mangelt, dann ist es Geld. Okay. Mehr scheine ich hier auch nicht übersehen zu haben. We will not go easy on you. Echt mal, ihr komischen Würmchen hier. Man. Ich glaube, ich muss gleich mal ein paar TP wieder auffrischen. Und dann werde ich auch gleich mal auch dafür sorgen, dass die nicht mehr ganz so viele TP verschwenden. Okay. So, jetzt kann Carol uns erstmal heilen. So, das war Nummer 1. Dann werde ich nochmal eben die TP auffrischen. Ui, das hat viele Jellies gekostet. Eieiei. Okay, und dann will ich noch einstellen, dass sie nicht ständig... use 75%... Achso, Estelle. Ja, auch nur 75%. Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle doch nochmal einen kurzen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, dann bis gleich in diesem wunderschönen Kristallparadies.